Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den Boss Viscidus im Tempel von Ankirei an. Dieser zählt ebenfalls wie das Käfertrio als optionaler Boss und kann einfach ausgelassen werden. Nachdem ihr jetzt Fankris in die ewigen Jagdgründe befördert habt, gibt es einen kleinen Seitenraum, bei dem sich in der oberen Etage der Boss befindet. Bevor wir starten, falls ihr uns wie immer kostenlos supporten wollt, lasst doch gerne direkt einen Daumen nach oben und vielleicht ja sogar ein Abo da. Hilft uns auf jeden Fall sehr. Vielen herzlichen Dank. Viscidus ist ein Boss, welcher definitiv anders funktioniert als jeder andere davor. Vor allem deswegen, weil er 50% weniger Schaden von allen Attacken bekommt, dafür aber in Phase 1 extrem frostanfällig ist. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, gehen wir die Kernmechaniken bzw. die 30 wiederholenden Phasen mal etwas oberflächlicher durch. In Phase 1 muss der Raid insgesamt 200 Frostattacken machen und das so schnell wie möglich, da er konstant via Giftblitzsalve ca. alle 10 Sekunden AOE-Schaden bekommt. Ihr seht via Emote des Bosses bzw. via Addon, wie viel Hits ihr schon gemacht habt. Der Schaden der Frostattacken spielt hierbei keine Rolle. Wir gehen aber gleich, wenn wir die Aufgaben der jeweiligen Klassen bzw. Rollen durchgehen, noch weiter ins Detail. Außerdem spuckt der Gift auf eine zufällige Person, welche Giftwolken auf dem Boden entstehen lässt. Der Boss sollte aus diesen direkt via Rückwärtsgang rausgezogen werden, sodass eure Nahkämpfer diese nicht abbekommen. Sobald 200 Frostattacken gemacht wurden, beginnt Phase 2. Der Boss friert ein und es müssen so schnell es geht 75 Nahkampfangriffe gemacht werden. Auch hier spielt der Schaden keine Rolle, bedeutet auch Caster und andere Nicht-Melee-Klassen gehen an den Boss und schlagen zu. Auch hier ist die Anzahl der Hits via Emote des Bosses oder Addon zu erkennen. Habt ihr auch das geschafft, beginnt Phase 3 und der Boss explodiert und teilt sich in 20 Blobs auf, welche in die Mitte zusammenlaufen. Jeder dieser Mobs spiegelt 5% des Lebens wider. Bedeutet, würdet ihr alle 20 auf einen Schlag töten, wäre der Boss ein One-Shot. Zu der One-Shot-Taktik aber später noch mehr. Gehen wir nun mal die Aufgaben der jeweiligen Rollen durch. Als Tank zieht ihr den Boss in der ersten Phase rückwärts im Kreis, um so wenig Giftwolken wie möglich abzubekommen. Ihr benötigt in diesem Kampf nur einen Tank. Die anderen Melees sowie Jäger sollten in diesem Fight Frostwaffen wie zum Beispiel den Random World Drop Hammer des Nordwinds, den Kaltwurdolch aus den Hügeln, die Gletscherklinge, bei der ihr respektvoll im Alterak sein müsst, oder auch die Silberklinge, welche ein Random Drop aus dem Kloster ist, anlegen. Mehr dazu aber in unserem Akku-Vorbereitungsvideo. Auf diesen Waffen macht ihr dann noch Frostöl drauf und knallt so schnell es geht auf den Boss ein. In Phase 2 angekommen, bleibt jetzt direkt am Boss und macht genau da weiter, wo ihr aufgehört habt. Jetzt müssen nämlich so schnell es geht 75 Nahkampfangriffe gemacht werden, um den Boss in seine dritte Phase zu bringen. Habt ihr das geschafft, spawnen die 20 Adds. Diese müssen gefokust werden, sodass ihr so viele wie möglich down bekommt. Jeder von ihnen hat ca. 10.000 bis 15.000 Leben. Niemand bekommt in dieser Phase Schaden. Sobald P3 erledigt ist, spawnt der Boss wieder, jetzt unbedingt kurz den Tank Zeit zum Antanken geben. Weiter geht's mit den Heilern. Diese müssen in Phase 1 entgiften, was sie können. Umso mehr Druiden und Paladine bzw. Schamanen ihr habt, umso leichter wird das Ganze. Die letzteren halten zudem ihren Frostschock Rang 1 auf CD. In Phase 2 gehen alle an den Boss und machen Melee-Angriffe. Habt trotzdem noch einen kurzen Blick auf euren Raid, um noch tickende Dots zu dispellen bzw. gegenzuheilen. In Phase 3 müsst auch ihr die angesagten Adds mit fokussen. Zu guter Letzt gehen wir noch die Aufgaben unserer Fernkämpfer bzw. Caster durch. Als Magier macht ihr in P1 nichts anderes als Frostbolt Rang 1 zu casten. Als Hexer und Priester besorgt ihr euch im Vorfeld einen Zauberstab mit Frostschaden. Umso schneller der Zauberstab, umso besser. Auch Magier können das natürlich machen. Schaut auf jeden Fall mal in unser Akku-Vorbereitungsvideo rein. Dort gehen wir alle Zauberstäbe durch. Findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. In Phase 2 geht auch ihr direkt in den Nahkampf und macht so viele Hits wie möglich. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch beim Vendor einen grauen schnellen Dolch kaufen, welchen ihr für diese Phase equippt. In P3 werden dann die angesagten Targets gefokust. Jetzt wisst ihr, wie der Boss mit seinen drei Phasen funktioniert. Bevor wir uns noch die alternative Taktik anschauen, kommen wir noch zu den Consumables und ein paar allgemeinen Infos. Viscidus ist resetbar, ähnlich auch wie HK. Solltet ihr den Raum verlassen, wird der Bosskampf zurückgesetzt. Spart euch also mit Glück einen kompletten Wipe. Als Consumables lohnen sich hier vor allem der große Naturschutztrank, mächtiges Gegengift, Dschungelarznei sowie Elixier des Giftwiderstandes. Vor allem für Allianzspieler, da diese keine Shamis und somit keine Anti-Gift-Totems haben. Wo wir auch direkt zum nächsten Punkt kommen. Ihr könnt als Alternativtaktik in der kompletten ersten Phase eure Melee-Spieler außerhalb des Raumes stehen lassen. Dann bekommen diese keinen Giftschaden ab. P1 dauert dadurch natürlich länger, es muss aber deutlich weniger geheilt und entgiftet werden. Ihr benötigt dafür allerdings ein gutes Timing, damit jeder zu P2 am Boss steht. Die One-Shot-Taktik wäre in Phase 3 alle 20 Blobs via Goblin-Pionier-Sprengladung auf einen Schlag zu töten und den Boss somit zu One-Shotten. Dafür müssen allerdings mindestens 20-30% eures Raid-Kaders Ingenieurkunst auf 205 haben. Naturwiderstand benötigt ihr unserer Meinung nach nicht unbedingt, ihr solltet aber auf jeden Fall erwähnte Consumables dabei haben, um den Giftschaden zu countern.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch super gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß bei Whiskey Duss und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.